Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castle Never Judge Book by its Cover. Hier ist Sabine die Cat. Wir haben ein halbes Familienwappen gekriegt. Jetzt gehen wir hier hoch. Da ist das nächste Stück drinnen. Das drehen wir jetzt einmal um. Und mit unserem tollen Klammerentferner machen wir die Klammern weg. Dann kriegen wir die zweite Hälfte vom Familienwappen. Das Familienwappen können wir hier oben einsetzen. Dann bekommen wir Schlüssel fürs Badezimmer. Ist eher das Klo. Und gehen zum Wimmelbildspiel. Wir brauchen Pommes frites. Eine Uhr. Das gilt anscheinend nicht als Uhr. St. Miriam's Scotch. Handschellen, Dartpfeil, Wasserhahn. Die Motte weiß ich noch, die ist hier hinten. Die Uhr ist hier. Die Handschellen sind hier. Eine mathematische Gleichung. Dann nehmen wir mal die Kreide hier. 2 plus 2 ist 4. Orangen, eine Käsereibe, eine Handtasche, die ist hier unten, dann einen Korken, da brauchen wir den Korkenzieher und da hinten, dann haben wir den Wasserhahn, der ist hier oben und jetzt brauche ich noch einen Dartpfeil. Es ist immer das letzte Teil, das einem ein wenig quält. Der ist hier drüben. Hab ihn gefunden. So, Wasserhahn ist unser. So, der Barkeeper ist jetzt weg. Und bevor wir in den Waschraum gehen, holen wir hier oben links den Kübel mit dem Regenschirm runter. Das ist sicher der Kotzkübel. Dann gehen wir nach vorne. Können wir jetzt aufsperren. Das muss unser Verdächtiger sein. Sieht aus, als hätte er einen über den Durst getrunken. Wir müssen ihn irgendwie aufwecken. Und zwar, jetzt brauchen wir einen Wasserhahn. Den Kübel. Okay, zuerst das Wasser. Dann den Kübel. Und den leeren wir jetzt über den Schirm. Wo bin ich? Was ist los? Du bist ohnmächtig in einer Bartoilette. Ich bin Detective Kate Beckett und ich verhafte dich. Und Moment, warum? Zunächst einmal für deinen Rauschzustand in der Öffentlichkeit. Aber wir müssen auch über Samuel Myers mit dir sprechen. Herr McCall, wir fahren jetzt gemeinsam zum Revier. Gut. Alles eingesammelt, ab zum Revier. Ich habe McCall überprüft und ihn ins Vernehmungszimmer gebracht. Er ist bereit für euch. Wir gehen die rechte Tür rein. Colin, wir haben ein paar Beweise gefunden, die Sie in einen Kriminalfall verwickeln, an dem wir gerade dran sind. Können Sie uns ein paar Fragen beantworten? Sicher, ich habe nichts zu verbergen. Bewege jedes Beweisstück zu dem Ort, wo es gefunden wurde, um den Verdächtigen dazu zu befragen. Okay, jetzt spielen wir eine Runde rundherum. Was wissen Sie über Samuel Myers? Ich weiß, dass er der einzige Kritiker in der Stadt ist, der für das Entstehen oder den Fall eines jungen Schriftstellers sorgen kann, und dass ihm seine rücksichtslosen Kritiken viele Feinde eingebracht haben. Wir wissen, dass Sie sich mit Samuel Myers im Old Hound getroffen haben. War das geschäftlich oder privat? Definitiv war es nicht zum Vergnügen. Ich wollte eine professionelle Meinung über den ersten Entwurf meines Romans.
Ich hatte gehört, dass Schriftsteller gern ins Old Town gehen. Von allen Leuten, die in dieser Nacht an der Bar waren, warum er? Ich habe herumgefragt, aber er war der Einzige, der mir helfen wollte. Natürlich wollte er Geld von mir, ich hätte es wohl besser wissen müssen. Wir haben Ihr Taschentuch in Samuel Myers Wohnung gefunden. Hatten Sie eine Auseinandersetzung mit ihm? Er verlangte, dass ich ihm $1000 bezahle, damit er meinen Roman liest. Aber ehrlich gesagt war er ziemlich unhöflich. Wissen Sie, wie sich das anfühlt, wenn deine Arbeit runtergemacht wird? Er beleidigte Ihre Arbeit und hat trotzdem Ihr Geld genommen. Also haben Sie sich entschieden, es ihm heimzuzahlen, indem Sie seine Wohnung verwüsteten. Nur dass Myers noch zu Hause war und in Ihrem Ärger haben Sie ihn ermordet. Moment, Myers ist tot und Sie denken, dass ich das getan habe? Das ist ja verrückt. Ich würde niemals sowas tun. Wir haben einen Absagebrief in Myers Wohnung gefunden. Haben Sie versucht, ihn einzuschüchtern? Ich weiß von keinem Brief, ich schwöre. Ich habe Myers seit unserem Schlagabtausch nicht mehr gesehen und ich habe absolut nichts geschickt. So, jetzt kommt noch der Kübel. Warum haben Sie ohnmächtig in der Bartoilette gelegen? Ich habe ein paar Drinks zu viel gekippt und mich nicht wohl gefühlt. Passiert das regelmäßig oder gab es einen speziellen Anlass? Ich trinke so gut wie gar nicht, aber falls es mit speziell miserabel meint, dann stimmt es. Ich denke, ich habe jetzt genug gesagt. Ich werde keine weiteren Fragen mehr beantworten, bis ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. So, was habt ihr aus McCall herausbekommen? Nicht viel, aber er hat definitiv ein Motiv, um Myers etwas anzutun. Wir übernehmen McCall jetzt. Ihr müsst euch jetzt erstmal ausruhen. Also ich würde lieber noch hierbleiben und weiter an dem Fall arbeiten. Wie sieht's mit dir aus, Castle? Also ich denke, dass ich besser mal nach Alexis sehe. Ich bin nicht sicher, ob meine Wohnung die Dinnerparty überlebt. Okay, viel Glück dabei. Ich sehe dich dann morgen früh. Mit tönenden Glocken und Kaffee in der Hand. Kapitel 2. Wie sieht es mit deinen Partyplanungen aus, Liebes? Großartig, ich bin ganz schön aufgeregt. Oma überlässt mir die Dekoration und ich habe eine super Idee für das Herzstück. Leider kann ich einen Kerzenhalter nicht finden. Könnte er in deinem Büro sein? Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt wieder... Na, wir spielen noch ein Wimmelbild. Okay, wir suchen den Kerzenhalter. Wir brauchen Orden, Schlips, Heißluftballon, Banane, Schuh, Motte, Batterien, Apfel, Armbanduhr, Football, Kerzenhalter, Geode. Gut. Wir haben den Kerzenhalter gekriegt. Und schauen wir nochmal zu Lexis. Ich habe ihn gefunden. Super, du hast ihn gefunden. Siehst du, ich wusste, dass du uns doch noch bei der Party helfen kannst. Ich bin froh, dass ich etwas beisteuern konnte. Sag aber Oma bitte, dass ich meinen Teil erledigt habe. Telefon? Ich hoffe, du bist gut ausgeruht, Castle. Der Hardcover-Kollege... Hardcover... Collar hat wieder zugeschlagen. Hardcover-Collar? Okay. Das hat aber nicht lange gedauert. Sicher, dass er es war? Leider ja. Der Körper tauchte im Broadway-Theater auf und war hergerichtet wie das Phantom der Oper.
der alte Gaston Leroux-Klassiker. Habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Du bekommst vielleicht eher als gedacht eine Chance dazu. Ich vermute, dass wir auch hier ein Buch am Tatort finden. Wir treffen uns da unten so schnell wie möglich. Gut, nächster Stopp. Theater. Euer Hauptdarsteller ist hier und bereit, den Fall zu lösen. Wie ist die Situation? Noch ein schauriges Setting und noch ein toter Typ, der wie ein fiktionaler Charakter angezogen wurde. Sein Name ist Vernon Hugh. Er ist der Präsi... Hast du Vernon Hugh gesagt? Kessel, kennst du ihn etwa? Er war der Mann, der meine Werke veröffentlicht hat. Hughes war verantwortlich für die Veröffentlichung meines ersten offiziellen Romans. Wir sind dann irgendwann getrennte Wege gegangen, aber wir haben uns im Guten getrennt. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Das ist hart, tut mir leid. Wir würden verstehen, wenn du dich hier lieber raushalten möchtest. Nein, jetzt habe ich erst recht einen Grund, diesen Psychopathen vor Gericht zu bringen. Jetzt ist es auch noch persönlich. Also gut, Ryan und Esposito, ihr sucht draußen nach Beweisen. Castle und ich werden uns hinter der Bühne umsehen. Lady? Normalerweise gratuliere ich Kriminellen nicht, aber hier kennt man die Liebe zum Detail. Der Killer hat dem Opfer nicht nur einfach die Maske aufgesetzt, er hat sogar das Gesicht darunter so zugerichtet, wie es in Wirklichkeit war. Ein wahrlich grausames Schicksal für einen angesehenen Mann. Das ist es in der Tat. Ich habe hier jedenfalls noch ein paar Dinge zu erledigen und danach werde ich Herr Hughes zurück ins Labor bringen. So, dann nehmen wir sich das mal mit. Einen Unterbühnengriff. Okay. Mehr können wir hier momentan nicht rausholen. So, aber jetzt mache ich an dieser Stelle eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Mehr gibt es beim nächsten Mal. Tschüss.